Das ist dein Funnel. Den brauchst du. Damit wirst du sofort, wirklich sofort mehr Geschäft machen. Und dann identifizierst du the one thing. Es ist ja wirklich so, wenn du den richtigen Funnel hast, also einen Vertriebsprozess, dann wirst du damit deutlich mehr Umsatz machen. Und so oft sehe ich es halt, dass die Leute keinen Funnel haben oder einen falschen Funnel, machen keinen Umsatz und wundern sich. Kaum installieren wir einen Funnel, boom, gehen die Umsätze sofort durch die Decke. Wie das geht und welchen fünf schnellen Funnel-Typen sofort mehr Kunden gewinnen wirst, sofort mehr Umsatz machen wirst, gucken wir uns jetzt an. Let's go! Also, fünf schnelle Funnel-Typen. Erstmal, was ich immer wieder erlebe. Was ich immer wieder erlebe, sind drei Sachen. Ich schreibe mal dahin. A, B, C. Das sind ja drei Sachen. A ist, die Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer, haben keinen Funnel. Was ist überhaupt ein Funnel? Naja, ein Funnel ist ein Vertriebsprozess, okay? Also eine, zumindest auch mal online, irgendeine Infrastruktur von Webseiten. Da gibt es mal eine Seite, kann man sich eintragen, da gibt es eine Seite, kann man kaufen, da gibt es E-Mails und so weiter und so fort. Das ist ein Funnel, ja? Was ich oft erlebe, ist, die haben gar keinen Funnel und sagen, naja, also wir sind auch im Internet, wir haben eine Internetseite. Naja, das ist kein Funnel, gucken wir uns gleich an. Das zweite ist, die haben den falschen Funnel. Die haben irgendeine Art von Funnel, denn da gibt es unterschiedliche, aber der kann nicht gehen, weil das ist für das Geschäft der komplett falsche. Erlebe ich relativ häufig, gucken wir uns gleich an. Und das dritte ist, sie haben einfach einen schlechten Funnel. Sie haben zwar eigentlich den richtigen Funnel, aber der ist so schlecht umgesetzt, dass da nichts passieren kann. Und das sind so die drei Sachen, die ich immer wieder erlebe. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist kein Geschäft oder schlechtes Geschäft oder viel zu wenig Geschäft. In jedem Fall ist es nicht gut. Und da möchte ich dir gerne jetzt mal fünf Funnel-Ideen geben. Es gibt viel mehr. Wir haben mit unseren Kunden haben so 11 verschiedene Funnel-Typen, aber fünf Stück stelle ich jetzt mal vor. Da kannst du in deinem Geschäft ja mal gucken, welcher für dich da in Frage kommt. Typ Nummer 1. Die Reihenfolge ist jetzt egal. Geht nicht nach Wichtigkeit oder so, sondern einfach irgendeine Reihenfolge, okay? Funnel Nummer 1 ist ein Call- bzw. Termin-Funnel. Also, was meine ich damit? Ein ganz, ganz bekannter Trainer auf dem deutschen Markt, kommt aus dem Sportbereich, hunderttausende von Followern, macht ganze Hallen voll, kam zu mir und sagte, Bob Skar, ich würde auch gerne Online-Kunden gewinnen, ich hätte gerne einen Funnel, das hat bei uns noch nie funktioniert. Wir haben das schon probiert, aber das klappt bei uns nicht. Habe ich gesagt, aha, zeig mir mal dein Geschäft. Und siehe da, er hatte schon eine Menge E-Mail-Adressen. Wollte irgendeine Mastermind vollkriegen auf Mallorca. Ticket war, glaube ich, war relativ günstig, glaube ich, 5.000 Euro oder sowas für eine Woche Mastermind oder 3-4 Tage. Und sagte, boah, ich habe noch 12 Plätze, die müssten voll werden, sonst wird das peinlich und so. Und, wir kriegen das aber nicht hin. Und dann habe ich gesagt, aha, 5.000 Euro würde ich nicht über ein Webinar verkaufen, das muss er am Telefon verkaufen. Dafür müssen wir die Leute einmal ans Telefon kriegen. Ah, das haben wir schon probiert, das hat nie geklappt. Sag ich, naja, dann habt ihr es vielleicht nicht richtig gemacht. Das, was wir gemacht haben, war ein Call- und ein Termin-Funnel zu installieren. Das heißt, wir haben als allererstes mal gesagt, okay, wir müssen die Leute ans Telefon kriegen. Ja, also Telefonhörer. Wir müssen die Leute ans Telefon kriegen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einen sehr, sehr großen Nutzen für dieses Telefonat. Also was haben die davon, wenn sie sich dafür eintragen? Du musst hier die richtige Tonalität finden. Wir werden ja sagen können, alle, die sich eintragen, unter denen verlosen wir 1 Million Euro. Dann tragen sich viele ein. Aber das ist nur Schmutz, mit dem wir natürlich hinterher kein Geschäft machen können. Also haben wir natürlich schon gesagt, es geht um die Mallorca Mastermind, aber es geht auch darum, wie du 1, 2, 3. Das heißt also, dreimal haben wir gesagt, wir erarbeiten drei Nutzenargumente. Das haben die Leute davon, wenn sie sich für das Telefonat eintragen. Ja, und dann brauchten wir einfach nur noch ein gutes Skript und E-Mails, die wir an diese Liste, an diese Menschen versendet haben. Oft installieren wir dann noch eine gute E-Mail-Software, mit der du richtig segmentieren und tracken kannst. Und siehe da, die Leute tragen sich ein für diesen Funnel. Was war das Ergebnis? Wir haben die erste E-Mail verschickt, wir hatten über 100 Eintragungen. Also es war krass. Da rief er mich an und sagte, das ist Wahnsinn. Früher haben sich die Leute nie eingetragen. Er hat gesagt, naja, ist doch klar, du hast gesagt, trag dich ein für mein Beratungstelefonat. Wir hatten da Bock drauf. Jetzt haben wir das Ganze anders benannt und haben richtig Nutzen herausgearbeitet. Logischerweise tragen sich die Leute jetzt ein. Und dann hat er die angerufen und brauchte, glaube ich, 2 Tage, waren die 12 Tickets verkauft. Also war happy, alles gut. Das ist ein Call- und Termin-Funnel. Guck mal in deinem Geschäft, hast du schon Zielgruppenbesitz? Hast du schon E-Mail-Adressen? Kannst du dein Angebot irgendwie in einem Telefon oder einem Zoom oder einem Videogespräch verkaufen? Das ist dein Funnel. Den brauchst du. Damit wirst du sofort, wirklich sofort mehr Geschäft machen. Das zweite ist ein Aktivierungs-Funnel. Aktivierungs-Funnel, kläre ich dir gleich, was das ist.
Aktivierungsfunnel mit Ziel MOZ. Also, was heißt das? Wenn du schon E-Mail-Adressen hast, sagst aber, die sind aber nicht aktiv, ich habe die lange nicht mehr bespielt, da passiert irgendwie nichts, also das haben wir stark vernachlässigt, wir haben so Karteikarten und so, wir müssen die ganzen E-Mail-Adressen, die wir auf Visitenkarten haben, irgendwie in eine Software bringen und so, erleben wir ganz oft, dann brauchst du einen Aktivierungsfunnel. Das heißt, brauchst erstmal irgendwo ein Stückchen Software, eine E-Mail-Software, in die die ganzen Adressen reinkommen. Dann machen wir eine sogenannte Hallo-Wach-Kampagne. Hallo-Wach ist eine E-Mail-Serie, 3-4 E-Mails, in denen wir erst einmal gucken, reagieren die Leute, pingen die zurück und wir laden sie zu einem Dialog ein. Wir wollen, dass sie irgendwie antworten, wir wollen, dass sie irgendwie klicken, dass die aktiv werden. Deswegen Hallo-Wach, wir aktivieren die. Und das machen wir mit 2-3 E-Mails und dann führen wir sie hin zum MOZ. Was ist das MOZ? Das ist wie hier oben irgendeine Form von Gespräch. Auch da wieder brauchen wir natürlich die Nutzenargumente, sonst trägt sich keiner ein. Aber vorgelagert vor dieses Gespräch ist die Aktivierung. Denn nochmal, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Von 1000 E-Mail-Adressen, die du hast, die du aber nie anschreibst, kannst du nichts kaufen. Aber wenn von den 1000 vielleicht 150 tatsächlich dann wieder aktiv werden und sagen, ach cool, ja klar, ich lese das mal, ich klicke mal, oh ja Mensch, da sind auch keine Ahnung was, 20, die mal mit dir telefonieren wollen und 5 davon kaufen dein Angebot für 5000 Euro, bumm, hast du Umsatz gemacht. Geht in der Regel sehr, sehr schnell. Das ist ein Aktivierungsfunnel. Musst du halt drüber nachdenken, ob das für dich in Frage kommt, ist aber ein Funnel, der extrem schnelle Ergebnisse bringt. Jetzt kommt Funnel Nummer 3. Das ist ein klassischer Webinar-Funnel. Das ist für alle Geschäfte interessant, die sagen, ja, ich möchte gerne ein Webinar machen, ich möchte gerne irgendeine Form von Angebot in einem Webinar gerne präsentieren und dann verkaufen. Meine Empfehlung ist, nicht direkt aus dem Webinar heraus verkaufen, sondern aus dem Webinar heraus die Leute auch hier wieder ans Telefonat, in ein Beratungsgespräch kriegen. Auch das funktioniert natürlich wunderbar bei, sagen wir, erklärungsbedürftigen Angeboten, höherpreisigeren Angeboten. Sowohl im digitalen als auch im physischen Bereich funktioniert das hervorragend. Ein Webinar-Funnel besteht aus einer Webinar-Anmeldeseite, der Bestätigungs-E-Mails, die dann hinterher rausgehen, dann natürlich der Webinar-Seite selber plus hinterher eine Teilnehmerbestätigung und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Conversion-Assets, die dafür relevant sind. Ein Webinar hat den Vorteil, nichts legt die Menschen anders. Nichts qualifiziert einen Lead mehr als ein Webinar. Wirklich. Also wenn jemand sich ein Webinar anguckt hat, ist diese Person danach sehr qualifiziert, in der Regel sehr heiß. Und nichts legt die Menschen so sehr auf den Elfmeterpunkt wie ein Webinar. Natürlich hast du einen hohen Streuverlust, weil nicht alle werden sich dein Webinar angucken, nicht alle, die sich anmelden, werden erscheinen. Aber die, die erscheinen, die es sich angucken, Zucker, mit denen kannst du richtig gut arbeiten. Hat ein bisschen den Nachteil der Komplexität, du musst ja auch ein Webinar erstellen, du musst das können. Aber wenn du dazu bereit bist, ist ein Webinar-Funnel wirklich eine absolute Goldgrube und relativ schnell umgesetzt. Der vierte Funnel ist ein sogenannter Lead-Gen-Funnel. Lead-Gen bedeutet Lead-Generierung. Das ist so klassisch zum Beispiel ein Opt-in-Funnel. Haben wir ganz oft bei vielen Kunden, also mit einem Partnerunternehmen von uns, die sagen, ja, also ich habe irgendwie Reichweite auf LinkedIn, ich habe LinkedIn-Follower, ich habe bei Social-Media-Follower, aber ich habe noch keine E-Mail-Adressen eingesammelt. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie geht denn das überhaupt? Also was soll ich denn anbieten, damit die sich bei mir mit der E-Mail-Adresse eintragen? Naja, für sowas empfiehlt sich ein Lead-Gen-Funnel, der ist sehr simpel. Du brauchst ein Opt-in-Geschenk, also irgendeine Form von Value-Content, eine Eintrageseite, eine Download-Seite, Bestätigungsseite und danach eine Serie von zum Beispiel 3 E-Mails nach Download, 3 E-Mails, die Leute hin zum nächsten Schritt führen. Oft machen wir hier eine Nutzen-Logik-Angst-Kampagne, also NLA, Nutzen-Logik-Angst, denn das sind die 3 wichtigsten verkaufspsychologischen Trigger, mit denen du die Menschen dann dazu bringst, den nächsten Schritt zu gehen. Oft ist es so bei unseren Kunden, die kriegen einen Lead-Gen-Funnel von uns und dann schreiben sie das einfach bei LinkedIn, posten das regelmäßig oder bei Instagram in Stories oder in Beiträgen oder gehen in Facebook-Gruppen, posten das dort und siehe da, sie sammeln sofort E-Mail-Adressen ein. Oder wir schalten auf kleiner Sparfunnel Lead-Ads, zum Beispiel bei Instagram, Facebook und Co. Und sie sammeln sofort Leads ein, die wir dann zum nächsten Schritt führen. Zum Beispiel auch ein Telefonat oder was auch immer. Entsteht in der Regel super schnell Geschäft draus. Das ist der fünfte Funnel. Das ist ein klassischer Sales-Funnel. Also ein Direct-Sales-Funnel. Das ist natürlich für die interessant, die sagen, also ich schaue mir dahinter Direct,
die sagen, jo, ich habe Angebote, die man direkt kaufen kann, ob das ein physisches Angebot ist oder ein digitales Angebot, auf jeden Fall eine Price Range natürlich irgendwo so zwischen, weiß ich was, 1 bis 500, 600 Euro, das ist dann rein digitaler Verkauf, reiner Online-Verkauf, da brauchst du im Wesentlichen eigentlich nur eine gute Salespage für und ein Payment, was angeboten ist und dann Attacke, muss man natürlich gut Conversion optimieren, aber da machst du auch sehr schnell Geschäft. Das heißt, du musst für dich gucken, wo stehst du gerade mit deinem Geschäft? Und dann identifizierst du das hier. The one thing. Was ist die eine Sache, bei der du einen Funnel einsetzt und sofort Geschäft generierst? Und meine Erfahrung ist, Speed is king. Und Speed, also Geschwindigkeit, ist der Schlüssel. So einen Funnel musst du innerhalb von, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen aufsetzen und sofort Ergebnisse erreichen. Warum? Dann passiert was Magisches. Denn du kreierst 2 Sachen. Wie heißt das? Motivation und Momentum. Wodurch entstehen Motivation und Momentum? Durch Ergebnisse. Weil das hier bringt dir Ergebnisse. Du wirst sehr, sehr schnell Ergebnisse erreichen, indem du solch einen Funnel einsetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Mehrgeschäft mit unserem Partnerunternehmen, das sind unsere Kunden, das sind unsere Partnerunternehmen. Warum nennen wir die eigentlich Partnerunternehmen? Ganz einfach, weil wir dein Mitunternehmer sind. Unser Programm heißt Mitunternehmerprogramm. In diesem Mitunternehmerprogramm arbeiten wir 1 Jahr an deiner Seite im echten 1:1. Das heißt, du bekommst uns als echten 1:1 Mitunternehmer an deiner Seite. Jede Woche haben wir eine 1:1-Session. Wir bauen einen Fahrplan und jede Woche setzen wir zusammen um. Jede Woche haben wir einen fixen Termin, nur wir, kein anderer, nicht irgendwie Gruppencall oder so, nur du und wir, dein Coach, und wir setzen im 1:1 um. Und das, was wir machen, ist, du bekommst bei uns deinen Funnel fix und fertig gratis dazu. Also Funnel done for you. Das ist bei uns einfach in der Leistung mit drin, dass wir gucken bei dir, was ist the one thing, was ist die eine Sache. Da installieren wir einen Funnel und du wirst sofort innerhalb der ersten 3-4 Wochen Ergebnisse erreichen. Ergebnisse machen dich glücklich. Warum? Weil du verdienst Geld, du bist motiviert, du kriegst Momentum. Und das nutzen wir gemeinsam. Und wir müssen halt gucken, was ist der richtige Funnel für dich und dann setzen wir gemeinsam um. So funktioniert zum Beispiel die Zusammenarbeit mit meinem Geschäft im sogenannten Mitunternehmerprogramm. Ja. Mir ging es hauptsächlich darum, dir mal klarzumachen, hab bitte den richtigen Funnel und dann auch einen guten Funnel. Dir mal 5 Funnel-Ideen vorzustellen. Wie gesagt, wir bauen für unsere Kunden 11 verschiedene Funnel-Typen. Gucken also ganz genau, wo stehst du. Und gucken dann, mit welchem Funnel kriegen wir den schnellsten Hebel jetzt bei dir rein. Die sofort Ergebnis, sofort Geld, sofort Umsatz für dich. Und da kannst du bei dir ja schon mal gucken, was wäre das. Und wenn du Lust hast, geh in die Videobeschreibung und melde dich für ein Gespräch bei uns. Und dann gucken wir mal, wie wir dir helfen können. Also, 5 schnelle Funnel-Ideen, mit denen du sofort mehr Kunden gewinnst, sofort mehr Umsatz machst. Das sind sie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Dein Pascal.